Hallo! Heute Abend ist große Party bei Barbie und ich habe da extra meinen ganz tollen Hut angezogen. Sieht der nicht klasse aus? Ja, und da hinten ist schon das Schloss von Barbie und da gehe ich jetzt mal hin. Party bei Barbie, Party bei Barbie, Party bei Barbie. Da, 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 da. So, jetzt muss ich erstmal klingeln. Moment, ich komme ja schon. Wer bist denn du? Hallo, ich bin der Peter. Ich möchte gerne auf die Party von der Barbie gehen. Wie auf die Party von der Barbie? Ja, die hat mich extra eingeladen. Ich habe auch meinen schützenden Hut angezogen. Wie der schönste Hut? Hör mal zu, du Spack. Wenn ich so einen Hut hätte, würde ich lachend in eine Kreissäge laufen. Und jetzt mach einen Abgang. Tschüss. Party von der Barbie. Denkst du, ich schlag dir jeden Haufen rein? Hallo, liebe Kinder. Tritra, trulala, der Testwissen ist wieder da. Jo, und hier ist er, der Testmischel. Heute ein neues Video. Und zwar, stellt euch vor, einmal den Muskelpatrick und den Kylie. Ja, da wünsche ich mal viel Spaß jetzt mit dem Video. Die 25 cm große Patrick-Plüschfigur könnt ihr auf Amazon bestellen. Die kostet jetzt 14,77 € zuzüglich Versandkosten. Dann hätten wir noch den Plüschhund Kylie. Der ist ein bisschen günstiger. Der kostet um die 8 Euro. Dafür dauert der Versand aber länger. Ich habe circa 2 Wochen auf diesen gewartet. Wer nach dem Video Interesse an einem der beiden Produkte hat, die Links dazu stehen in dem Textfeld unter dem Video, einfach mal draufklicken. Jo, dann fangen wir mal mit dem Kylie an, das ist vom Gru der Hund. Der hier, die Lilith. Und zwar, der schaut jetzt so aus. Das Vieh ist zu genial. Hallo, ich bin der Kylie. Ja, hier da so ein Fell. Das könnt ihr glatt machen. Oder halt so ein bisschen abstehen lassen. Muss immer an die Hasi-Werbung denken. Mit dem Mineralwasser. Hier vorne seht ihr die Augen, also der ist richtig gut verarbeitet, da gibt es gar nichts zu bemängeln. Schön gestickt das Ganze, ordentlich vernäht, keine Fäden, die irgendwo rausgucken und offene Nähte. Dann noch ein Näschen hier. Und hier der riesen Mund. Da sind dann so Zähne, die gucken hier vorne raus. Das ist nur so dran genäht, da könnt ihr jetzt nicht irgendwie reinfassen und irgendwas verstecken. So machen wir den wieder böse. So sieht er besser aus. Dann hat er ja noch ja, hier unten dieses, ich sag mal, Halsband. Das könnte man jetzt hier so wegmachen, aber das Halsband ist hier oben angenäht. Da, das kriegt er also nicht weg. Ja, hier sind auch so ein paar Punkte an dem Halsband. Dann habt ihr hier noch die Füßchen. So schaut er von unten aus. Und hier hinten das Sniedel-Stummelschwänzchen. Mir ist aufgefallen, man kann ihn hinstellen, und zwar lustigerweise, der hat hier so, was könnte das sein, Holz oder Plastik, Flöcke drin. Die könnt ihr auch wieder hier reinschieben, dann gehen die in den Kylie rein. Seht ihr hier? Und dann müsst ihr die aber jetzt hier wieder so rausdrücken. Falls ihr so einen geliefert bekommt, wundert euch, wieso hatten wir so komische Füße? Einfach hier wieder rausdrücken und dann ist alles gut. Und dann kann man den nämlich ja auch prima so hinstellen. Jo! Kylie, also wie gesagt, ganz tolle Stoffpuppe oder Stofftier oder Stoffhund. Nehmen wir einen Stoffhund. Und jetzt kommen wir zum Patrick. Yeah! Patrick ist Boss. Das sieht man direkt. Tonnenbrust, Superman-Arme, Stiernacken, Titan-Trizep. Ja, alles, was man braucht. Auch hier wieder super gut verarbeitet. Der ist übrigens aus dem neuen SpongeBob Schwammkopf-Film. Schwamm aus dem Wasser. Der erschien 2015.
Hat den einen oder andere das schon geguckt? Wir fangen einfach mal hier oben an. So, hier haben wir das Gesicht. Auch wieder gestickt. Sehr sauber das Ganze. Hier haben wir so ein Muster hier oben. Dann hat er hier eine Fliege. Der Gentleman trägt nämlich Fliege. So, machen wir die mal wieder schön. Und hier hinten ein Superman-Cape. Oder ich sag mal ein Helden-Cape. Ja, jeder Superheld braucht ja ein Cape. Ja, dann hier die riesige Tonnenbrust. Tonnenbrust, wer kennt den Begriff? Ich sag nur Fallout. Ja, Sixpack muss auch sein. Ja, der läuft immer auf den Arm, deswegen sehen die auch so aus. Also richtig dicke Arme. Ronnie Coleman. Ronnie Patrick. Ja, da hat er noch eine Hose hier an. Hier so Superhelden Handschuhe. Und hier unten dann die kleinen Füßchen mit den Superhelden Strümpfe. Ja, also richtig, richtig toller Patrick. Jetzt habe ich euch den Kylie und den Patrick mit der Tonnenbrust auch mal kurz vorgestellt. Ich finde die beiden Figuren richtig klasse, sind sehr gut verarbeitet und sehen ganz, ganz, ganz toll aus. Wenn ihr zum Beispiel einen Kumpel habt, mit dem ihr in die Muckibude geht und der hat Geburtstag, dann könnt ihr den Patrick super verschenken. Ich denke mal, der wird sich über so einen Muskelprotz garantiert dann freuen. Wer jetzt Interesse an den beiden Produkten hat, die Links dazu stehen im Textfeld unter dem Video. Einfach mal draufklicken. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video.